In dieser Folge aus Bremerhaven. Wir nehmen Sie mit auf eine Rundfahrt mit dem Hafenbus und zeigen Ihnen unter anderem die Sehenswürdigkeiten der Stadt. In weiteren Beiträgen der Hafen mit seinem Container- und Autoterminal, die Arbeit an der Stromkaje. Wir zeigen Ihnen das Klimahaus 8 Grad Ost und nehmen Sie mit auf eine Weltreise. Hallo, auch dieses Mal heiße ich Sie wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unterwegs in Niedersachsen. Nur dieses Mal befinden wir uns gar nicht in unserem kontrastreichen Bundesland, sondern sind ein wenig zu den Nachbarn nach Bremen übergelaufen. Genauer gesagt sind wir in Bremerhaven. Bremerhaven liegt im nördlichen Elbe-Weser-Dreieck. In der Stadt leben ca. 113.000 Menschen. Da Bremerhaven sehr viele Sehenswürdigkeiten zu bieten hat, haben wir dieses Mal eine Rundfahrt mit dem Hafenbus gebucht und werden Ihnen somit einige Sehenswürdigkeiten nur aus dem Bus zeigen können. Im nächsten Jahr werden wir noch eine weitere Folge vom Bremerhaven bringen und hier weiteres Sehenswertes aus der Stadt zeigen bzw. einiges genauer erklären. Sehen Sie aber zunächst unseren kleinen Streifzug mit dem Bus durch Bremerhaven. Bremerhaven liegt im benachbarten Bundesland Bremen. Die Stadt hat etwa 114.000 Einwohner. Gemeinsam mit der Stadt Bremen bilden sie das Bundesland Bremen. Aufgrund dessen, dass Bremerhaven ca. 60 Kilometer von Bremen entfernt ist und nur durch das Bundesland Niedersachsen erreichbar ist, hat Bremerhaven zusätzlich den Status einer Exklave. Aufgrund der hohen Anzahl an Sehenswürdigkeiten haben wir uns für eine Reise mit dem Hafenbus entschieden. Als erstes fahren wir am Richtfunkturm Bremerhaven vorbei. Der Turm wurde zwischen 1962 und 1965 erbaut und ist in etwa 110 Meter hoch. Der Turm gehört dem Wasser- und Schifffahrtsamt Bremerhaven. Auf ihm befinden sich zahlreiche Sende- und Empfangsanlagen für Seefunkzwecke, Pegeldatenfunk, Richtfunkverbindungen zu Radarantennen der Landradarkette, der Unter- und Außenweser und Antennen für das automatische Identifikationssystem für Schiffe, kurz AIS. Das hier nun zu sehende Gebäude ist das Deutsche Schifffahrtsmuseum. Als eines von 8 Forschungsmuseen vereinigt es Ausstellungs- und Forschungstätigkeiten. Vor dem Museum befindet sich der Museumshafen, in dem viele Exponate liegen, wie zum Beispiel die Bark Seute Deern, die 1919 in Dienst gestellt wurde, der Bergungsschlepper Seefalke von 1924 und viele andere Schiffe. Auch ein U-Boot von 1945 mit dem Namen Wilhelm Bauer kann hier besichtigt werden. Das imposante Gebäude mit den Rundungen ist das Klimahaus 8 Grad Ost. Es ist ein wissenschaftliches Ausstellungshaus. Hierzu erfahren Sie aber mehr in unserem dritten Beitrag. Dahinter befindet sich das 4-Sterne-Atlantik-Hotel Sail City. Vorbei am Zoo am Meer haben wir einen direkten Blick auf die Weser. Im Hintergrund sieht man gleich hinter der Schleuse einen Leuchtturm. Hierbei handelt es sich um den Großen Leuchtturm, der auch Simon-Loschen-Leuchtturm genannt wird. Er wurde zwischen 1853 und 1855 erbaut, ist der älteste noch im Betrieb befindliche Festlandleuchtturm an der Nordseeküste und zählt zu den Wahrzeichen der Stadt. Ebenfalls in den Bremerhavener Hafenwelten zu finden ist das Deutsche Auswandererhaus. Es ist ein Museum mit dem zentralen Thema der Auswanderung Deutscher in die USA in verschiedenen Epochen. In einem Rundgang werden dem Besucher die einzelnen Stationen einer Auswanderung nahegebracht und verschiedene Datenbanken können kostenlos abgefragt werden. Bremerhaven ist mit dem Überseehafengebiet eine der größten europäischen Hafenstädte und ein wichtiges Exportzentrum Deutschlands. Die Containerkajen der Terminals CT1 bis CT4 sind mit zusammen 4.680 Meter die längste zusammenhängende und seewassertiefe Kaje für Containerumschlag weltweit. Ebenfalls beeindruckend ist in Bremerhaven der Straßenfahrzeugumschlag. Das Autoterminal der BLG verfügt über eine Gesamtfläche von 3 Millionen Quadratmetern und hat Platz für 120.000 Fahrzeuge. Sehen Sie nun in unserem nächsten Beitrag einiges Sehens- und Wissenswertes über den Hafen. Im Hafen von Bremerhaven werden vorrangig Container und Automobile umgeschlagen. Alleine 2010 wurden hier 51,9 Millionen Tonnen in Containern umgeschlagen. Auch bei den Fahrzeugen ist die Zahl sehr beachtlich. 1,6 Millionen Automobile wurden 2010 hier umgeschlagen. Mit diesen Zahlen ist Bremerhaven mit Abstand der weltweit größte Umschlagplatz für Automobile. Auf einer Gesamtfläche von 963.000 Quadratmetern befinden sich 120.000 Verkehrs- und Stellflächen für PKWs. Davon sind 45.000 unter Dach. Die Produkte europäischer Hersteller werden vom Bremerhavenhaus hauptsächlich in die USA, nach Ostasien und Nahost verschifft. Die Importe kommen überwiegend aus Japan, Korea und den USA. Ein weiteres Standbein des Autoterminals Bremerhaven ist der Bereich High and Heavy. Damit werden große, schwere und sperrige Fahrzeuge oder auch im Hafen vorgestaute Rolltrailer bezeichnet. Beispiele dafür sind Eisenbahnzüge, Yachten, LKW, Busse, Mähdrescher, Baumaschinen oder Kräne. Das Containerterminal Bremerhaven gehört seit Jahren zu den größten Containerhäfen der Welt. Der Bereich, den Sie jetzt sehen, ist die sogenannte Stromkaje, also der Bereich, an dem Schiffe anlegen und entladen werden können. Diese ist in Bremerhaven 5 Kilometer lang. Entladen werden die Schiffe über die großen Containerbrücken. So wird ein Container vom Schiff geladen und an der Stromkaje abgestellt. Hier wird der Container von einem sogenannten Van Carrier aufgenommen, der ihn dann zu einem vordefinierten Stellplatz bringt. Die Technik der Van Carriers ist dabei so intelligent, dass diese feststellen kann, ob ein Container falsch abgestellt wird und somit einfach den Mechanismus des Ausklinkens nicht freigibt, sofern der Container nicht an seinem Bestimmungsplatz steht. Stellfläche des Containerterminals Bremerhaven von 3 Millionen Quadratmetern ist die größte geschlossene Stellfläche der Welt und im Guinness-Buch der Rekorde eingetragen. Liegeplätze für Großcontainerschiffe stehen an der Stromkaje zur Verfügung. Die größten Containerschiffe der Welt sind gegenwärtig knapp 400 Meter lang und verfügen bei Konstruktionstiefgängen von 15,5 Metern über Stellkapazitäten für mehr als 14.000 Standardcontainer. Diese Giganten laufen regelmäßig den Containerterminal Bremerhaven mit der längsten zusammenhängenden Stromkaje der Welt an. Im Bereich des Bremerhavener Hafens gibt es auch noch einige Werften. Hier befinden wir uns auf dem Gelände der Lloyd-Werft, die bereits seit 1857 existiert. Sie beschäftigt 500 Personen auf einem Gelände von 260.000 Quadratmetern. Wir kommen nun leider auch schon zu unserem letzten Beitrag. Das Klimahaus Bremerhaven 8 Grad Ost ist ein wissenschaftliches Ausstellungshaus in Bremerhaven. Es liegt am alten Hafen und ist Bestandteil der Hafenwelten. Seine Form ähnelt einem Boot. Die rund 18.800 Quadratmeter große Wissens- und Erlebniswelt greift in 4 Ausstellungsbereichen den Themenkomplex Klima und Klimawandel auf. Einige Eindrücke vom Klimahaus zeigen wir Ihnen nun in unserem letzten Beitrag. Die Ausstellungsfläche des Klimahauses Bremerhaven 8 Grad Ost umfasst 11.500 Quadratmeter und ist in die 4 Ausstellungsbereiche Reise, Elemente, Perspektiven und Chancen gegliedert. Der Bereich Reise nimmt mit 4.800 Quadratmetern die größte Fläche ein. Die erste Reisestation ist die Schweiz. Hier kann man neben saftigen grünen Wiesen und Kühen das Hochgebirgsklima rund um das Isental im Kanton Uri erleben. Nach einem Gang durch eine Gletscherspalte geht es weiter nach Sardinien. In Sardinien wird man in die Perspektive eines Insekts versetzt. Riesige Grashalme ragen empor. Über den Köpfen fliegt ein großer Schmetterling durch den Raum und hinter der nächsten Wegbiegung schimmert eine überdimensional große Getränkedose durch den Gräserwald. In der Reisestation Kana Knieger kann man sich ein Bild von einem Leben machen, in dem man ohne viel Wasser auskommen muss. Dürre, Weite, Trockenheit, Hitze, Sand und Wind, all das prägt einen Tag in der Sahara. In der nächsten Reisestation wird es zunächst dunkel um uns, denn wir besuchen den westafrikanischen Regenwald bei Nacht. Nach unserem nächtlichen Streifzug geht es weiter durch das Dorf Ikenge in Kamerun zu einer Flusslandschaft des Korup-Nationalparks. Nun geht es durch Eis und Schnee in die Antarktis. In den nachgelagerten Forschungsstationen kann man einen Einblick in die Arbeit der Polarforscher gewinnen. Anschließend betreten wir die Treppe zum Himmel und werden diesen mit ihnen durchqueren. Der Anblick ist unserer Auffassung nach ein absolutes Highlight, aber sehen Sie selbst. Weiter geht's in Satitoa Samoa. Fast wie ein Paradies sieht diese Reisestation aus. Üppiges Grün und ein feuchtwarmes Klima dominieren hier. Durch hohe, überwucherte Schluchten führt der Weg vorbei an einem typischen Wohnhaus der Samoaner, welches direkt am Strand liegt. Von hier aus begeben wir uns nun in die Unterwasserwelt, die in mehreren Großaquarien das vielfältige Leben der Fische und Korallen an einem südpazifischen Saumriff zeigt. Durch einen Wal geht es zur nächsten Station. Gambell, Alaska, ist eine einsame Insel zwischen zwei Welten, zwischen Sibirien und dem amerikanischen Kontinent, sowie zwischen Tradition und Moderne. Zahlreiche Tierarten nutzen die Insel als Rast- und Sammelpunkt. Seit Jahrtausenden leben die Einwohner der Insel, die Yupik, von der Robbenjagd und dem Walfang. Als letzte Reisestation gelangen wir nun zur Hallig Langeness in Deutschland. Auf der kleinen Insel wird simuliert, was es mit Flut und Ebbe auf sich hat. In den angrenzenden Themenräumen wird zum Beispiel gezeigt, was eine Sturmflut anrichten kann. Der Ausstellungsbereich Reise ist nun beendet und wir begeben uns nun in den nächsten Ausstellungsbereich, den Bereich Chancen. Hier werden dem Besucher Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt. Es bestehen Themenkammern zum spielerischen Testen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes im Alltag. Im Wetterstudio im Klimahaus kann man alles über das Wetter erfahren und selbst einen eigenen Wetterbericht erstellen. Der fertig aufgezeichnete Wetterbericht kann sogar im Anschluss an eine E-Mail-Adresse versendet werden. Natürlich nahmen wir hier auch eine kurze Passage auf. Im nächsten Ausstellungsbereich Elemente wird dargestellt, wodurch Klima und Wetter beeinflusst werden, wie einzelne Phänomene entstehen und wie das komplexe Gesamtsystem zusammenhängt. Dabei kann man mit Feuer, Erde, Wasser und Luft experimentieren und unter anderem Miniaturstürme auslösen und Vulkanausbrüche erleben. Im nun letzten Ausstellungsbereich Perspektiven geht es um das Klima in Vergangenheit, Gegenwart und die Auswirkungen auf die Zukunft. Hier werden Erkenntnisse der Klimaforschung präsentiert. Das Klimahaus ist täglich mit wenigen Ausnahmen geöffnet. Der Eintrittspreis beträgt pro Erwachsener 14 €. Allerdings lohnt sich ein Besuch unserer Meinung nach. Man sollte diesen Besuch aber direkt morgens beginnen, da man ansonsten nicht alles in Ruhe ansehen kann. Wie eingangs schon erwähnt, hat Bremerhaven sehr viele Sehenswürdigkeiten zu bieten. In unserer Folge haben Sie bisher nur einen kleinen Teil gesehen. Daher werden wir im nächsten Jahr noch einen zweiten Teil produzieren und hoffen, dass Sie hier auch wieder mit uns dabei sind. Wenn Ihnen unsere Folgen gefallen, so abonnieren Sie doch bitte unseren YouTube-Kanal. Wenn Sie mehr Informationen über uns wünschen, so besuchen Sie uns einfach bei Facebook. Dies war nun die 14. Folge aus der zweiten Staffel von Unterwegs in Niedersachsen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.